Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel, die trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Himmler hat in Lübeck bei der Grafen Bernadotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Und da ein ausgerechnet Himmler! Der treueste der Treppen. Und holen Sie mir, Fegelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht! Burgdorf, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Hallo? Yes? Yes, 40 pound per chart. What? 10 pound for the 3 nights at the dance. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. What? What? Fucking foreigners. Halt, aufhängen! Das ist unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern! Herr Feuer, Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!